Guten Abend. Mein Name ist Christian Schlegel und Sie schauen diesen kleinen Clip, weil Sie was über den Stanpur 500 wissen wollen. Tatsächlich war es vor 2 Tagen bei der Nasdaq dran und jetzt machen wir mal den Stanpur 500. Heute ist der 19. Dezember, wir haben 20.24 Uhr und der Handel ist in vollem Gange. Das ist der Jahreschart. Ja, ich mache es mal ein bisschen schöner, dass ich es besser sehen kann. Der Jahreschart und wir haben eine ordentliche Bewegung hinter uns, muss man schon wirklich sagen, von ganz grob 2.400 hoch bis zum im Moment All-Time-High, im Moment gehandelt 3.205. Ich sehe hier keinen echten Widerstand, man könnte das jetzt versuchen über zum Beispiel Fibo-Extensions, dass man das rausfindet, über Trendkanäle, wie auch immer, die Mühe mache ich mir gar nicht. Wir sind hier in den, wie ich immer so gern sage, diesen Uncharted Territories, der soll sich austoben, ja. Ich vermag das jetzt nicht zu sehen, bis wohin er gehen kann. Für mich hat es hier kein echter Widerstand. Wie dem auch sei, wir sind von der Technik natürlich hoch. Trendfolger, MACD ist positiv, die Stochastik ist sehr positiv, heftigst überkauft mit 95. Aber schauen Sie mal hier, das war Mitte Oktober, das war dann ungefähr von hier, bis es einmal ein kleines Verkaufssignal gab, das war dann hier, war das ganz genauso. Nur die Tatsache, dass wir überkauft sind, heißt noch lange nicht, dass sie hier reinshorten sollen, reinfixen, Putz kaufen, wie auch immer. Dafür würde ich Verkaufssignale abwarten, die sein können. Entweder eine Stochastik unter 80, ein Doji, ein Shooting Star, ein Bearish Rami, ein Black Bozu, so Geschichten, das kann das sein. Sie müssen immer davon ausgehen, dass der Markt runtergehen kann, mal hier auf die 20-Tage-Linie. Diesen Kontakt sucht er immer mal wieder vom oberen Band an die 20-Tage-Linie. Ist überhaupt kein Problem, macht er gerne. Aber ich habe heute hier und jetzt kein Verkaufssignal. Ganz im Gegenteil, wir haben diese 3 kleinen Dojis auch überboten, sind auf dem All-Time-High. Ich gehe hier nicht short, das hat keinen Sinn. Long, für die Leute, die jetzt der Meinung sind, dass es noch weiter hochgehen sollte, ich tue mich natürlich auch schwer. Ich halte jetzt erstmal hier die Finger still, ich mache gar nichts, warte ab, lasse den sich auslaufen, habe ihn aber trotzdem einen Longschein mitgebracht für diejenigen unter Ihnen, die denken, wir gehen auf, was weiß ich, 3.400 oder wohin auch immer. Das ist ein Schein, der liegt unter diesem letzten Zwischenlow. Das war bei 3.071, das ist dieser hier. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Basis 3.037 und das ist die Kennnummer GB4. Z98, GB4Z98, das ist der eine Schein. Bei den Puts lege ich ihn mal mehrere hin. Also ich bin der Meinung, der Markt hat durchaus noch die Chance weiter zu gehen, deswegen ich suche mir keinen, der hier nah dran ist. Ich bereite mich lediglich vor für den Fall, dass es irgendwann negative Signale gibt, Verkaufssignale. Das wäre sowas zum Beispiel hier, der ist ein bisschen weiter weg, rund 260 Punkte. Das sind 3463er Put. Unlimitiert, Open End, ändert also jeden Tag die Basis und das ist die Kennnummer GD99DP. Der ist durchaus akzeptabel, wenn der Stanpur nochmal so Richtung 3300, 3350 läuft. Nehmen wir ein, mit ein bisschen mehr Drehzahl, dass wir den auch haben, falls diese Verkaufssignale vorher kommen. Sowas hier zum Beispiel, 3376. Das sind ja nur 170 Punkte weg von hier. Ebenfalls von Goldman, ebenfalls Open-End-Schein. Das ist die Kennnummer GB0W3S. Gustav Bertha 0, Waltraud 3S. Basis 3376. Mit beiden Puts würde ich noch warten. Warten Sie auf diese Verkaufssignale. Wir haben auch morgen den großen, also jetzt am Freitag, großen Verfalltermin. Da kann es noch zu verschiedenen Verwerfungen kommen. Der Markt ist am Laufen, der Flow ist da, die Orders sind da. Sich dagegen zu stellen, hat wenig Sinn. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.